Wofür baut sich das auf? Habe ich eigentlich schon geguckt? Ja, habe ich. Da ist nix. Brauchen wir nix. Werden wir Samuel überhaupt nochmal begegnen? Er sagt, wir werden uns wiedersehen. Wer weiß, wer weiß. Da sind wir jedenfalls. Im schwarzen Thron. In der Höhle des Löwen. Der Löwe ist der Zerstörer. Ui, blaue Fackeln. Sieht ja schon mal sehr nett aus. Erinnert mich ein bisschen zum Teil an die Eiskronen-Zitadelle aus WoW und zum anderen an Saurons schwarzen Turm. Und ein leichter Mix. Oh, die bauen sich aber ab. Das ist ja nett. Ah, und das ist unser Rückweg. Okay. Ah, wir müssen da nicht hin. Oh, hallo, wer ist denn da hinten? Azrael. Himmel, hilf mir. Da, das siebte Siegel. Es wurde nicht gebrochen. Was hast du dann von mir zu befürchten, Todesengel? Wenn du nicht vorhast, mich zu töten, dann hilfst du mir vielleicht. Du hast mir für beides keinen Anlass gegeben. Hör mir zu. Das Tor muss geschlossen werden. Der Tor muss von dem Quell abgeschnitten werden. Es ist der Quell, aus dem der Zerstörer seine Macht bezieht. Der Quell der Seelen. Millionen von Seelen. Ja, versklavt. Böse. Eine korrupte Macht, die die Armeen des Zerstörers nährt. Du bist ein Diener der Unterwelt. Bewacher des Quells. Nicht eine einzige Seele fließt ohne dein Wissen zurück in diese Welt. Es sei denn, Torhüter, dass du den Weg geöffnet hast. Der Zerstörer hatte die mächtigsten seiner Auserwählten gegen mich entsandt. Mir ging es nicht besser als dir, Reiter. Gegen Straga. Straga, wirst du mich zu ihm bringen? Darauf hast du mein Wort. Dann sag mir, was ich tun muss. Todesengel. Azrael, der Todesengel. Bitte, du musst eine Möglichkeit finden, die Energie in diese Kammer zu leiten. Welche Energie? Naja, wir müssen ihn freien. Oh, jetzt sieht aber nicht so aus, als könnten wir hier irgendwo noch andersrum langlaufen. Nee, da kommt man nicht ran, also... Bitte, lass mich. Was denn? Soll ich jetzt nicht helfen? Okay. Aber er kann mich zu Straga bringen. Und vielleicht komme ich über Straga zum Zerstörer. So. Ja. Mein absoluter Masterplan fürs Erste. Wir holen uns alle normalen Ausrüstungs-Items, damit wir dann alles andere holen. So. Guck mal, das, ich glaube, das macht nur das unsere letzte Aktion wieder rückgängig. Okay, gehen wir dann wieder hier rüber. Aber da kommen wir, glaube ich, nicht hin. Da ist zu weit vor unserem Sprung. Da ist wieder dieses Fenster. Also, da können wir Teleporter setzen, soweit ich weiß. Ich habe mich jetzt ein bisschen informiert. Weil so blind will ich nun doch nicht. So, das schieben wir da runter. Keine Ahnung, wieso ich das mache, aber weil es Spaß macht. Es macht Spaß, damit rumzuspielen. Oh, jetzt setzen wir das wieder zurück. Und müssen wir damit spielen? Ich glaube nicht. Oh. Da hinten ist eine Seelentruhe. Die wir, glaube ich, nicht rankommen werden. Außer wir benutzen das hier.
Da dürften wir eigentlich rankommen. Ja. Hallo Truhe. Was hast du Schönes für mich? 100 Seelen. Nett. Ja, wer die kleine Seele nicht ehrt, ist ein Handel mit Wohlgrim nicht wert. Habe ich selber gereimt. So. Jetzt gehen wir hier hoch. Und, aha. Moment. Ups. Das war doof. Nutzen wir nochmal. So. Darüber kommen wir, glaube ich, nicht. Ich versuch's einfach mal. Hals über Kopf. Aber da konnten wir den Enterhaken benutzen. Toll. Gut, dass ich das jetzt weiß. So. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen den ganzen Weg anscheinend zurücklaufen. Wir benutzen einfach mal einen dieser... Zack. Dieser Schalter. Was uns aber anscheinend nichts gebracht hat. Da unten ist schon mal nichts, also da kommen wir auch nirgendwo irgendwie ran. Warte mal. Was, wenn diese Teile da irgendwie in der Position sein müssen? Aha. Interessant. Da-da-da-dam. Ich muss das Timing ein bisschen üben. Fällt mir sehr spät ein. Ich meine, das ist schon die sechste, siebte Episode. Muss mal kurz rechnen. Jetzt kann ich mich schwer darauf konzentrieren, gleichzeitig zu rechnen und zu spielen. Also mal kurz überlegen. Erste Episode war ja halt der Anfang. Zweite Episode Tiamat. Dritte Taubenrupfen. Vierte Quälerin. Fünfte. Na, ist die sechste Episode. Oh, die Tür geht zu. Was für eine Katastrophe. Was ist denn das? Etwas Neues zum Spiel. Ah, so eine neue Doppelschwert-Tussi. Ah ja, wir machen hier alles kaputt. Geil, die brennt ja. Platsch. So. Hast du genug? Das war ein erbärmlicher Gegner. Genau, wir machen den Turm des Zerstörers einfach mal ein bisschen hier kaputt. Kassieren Seelen. Zack. Bisschen Amok laufen auch noch mit. Haha, wir lassen hier keinen Schaden nochmal annehmen. So, Hebel. Einfach betätigen. Was machen wir mit dem hier? Aha. Da-da-da-da-dam. Sehr gutes Timing-Krieg. Kannst du mal bitte jetzt sauber hier stehen bleiben? So. Und wir hangeln uns hier schön rüber. Oh, und wieder ein großer offener Platz. Und eine verschlossene Tür.
Da ist eine Kiste mit Zorn. Moment mal, wie habe ich eigentlich hier meine Zornfähigkeiten? Ah ja, die habe ich. Aber Zorn haben wir momentan nicht nötig. Vielleicht kommen wir später nochmal an dieser Truhe vorbei. Aber Lebensenergie kann man vielleicht gut gebrauchen. Also aufmachen bitte. Danke. Schön. So, was haben wir hier verändert? Oh Mann, über diese komischen Fenster. Anscheinend kriegen wir hier das Item. Na klar, Tür geht zu. Das heißt, wir sind hier erstmal eingesperrt. Truhen. Wieso sehe ich sowas nicht? Okay. Das heißt, hier erwartet uns ein Kampf. Richtig geraten. Die sehen aber nett aus. Für das schwarze Herz. Da ist er. Hier. Kriegt er es mit der Sense. Und der erste ist schon mal down. Ah, verdammt. Okay, der erste ist tot. Zeit mal eine neue Zorntechnik auszuprobieren. Geilo. Wir probieren wir mal die Steinhaut. Zack. Oh Mann, ich liebe diese Technik. Die kann man so schön lange aufrechterhalten. Zack. Okay, schalten wir so aus. Weil das ist ja... Ey, kannst du dich mal auch bitte von meiner Klinge treffen lassen? So. Na, komm schon. Geht doch. Oh, da hinten ist noch ein armer, kleiner, verirrter Dämon. Nix da. Und das Telefon. Toll. Oh ja, Krabs lief die ganze Zeit rum. Egal, schneide ich raus. Oh, wieder. Etwas Neues zum Spiel. Das habe ich auch gerade gedacht. Der Ritter kommt. So, verprügeln wir die Olle mal. Spaß. Und natürlich die Sense, die darf auch nicht zu kurz kommen. Bams und Bams, yeah. So macht man das. Jetzt.
neues Item. Ein magisches Relikt, das Portale erzeugt und somit eine sofortige Reise von einem Punkt zu einem anderen ermöglicht. Drücken und halten Sie erst, um ein aufgeladenes Portal zu erzeugen. Das Kriegsausrüstungsgeschwindigkeit stark erhöht. Cool. Das Spielzeug probieren wir gleich mal aus. Und zwar hier. Hier werden Sie auf ein Portal ziehen, um es von der Welt zu entfernen. Geladenes Portal. Drücken und halten Sie R, um ein geladenes Portal zu öffnen, als Kriegsbeweglichkeit stark erhöht. Okay. Wir können jetzt zwischen diesen Portalen hin und her switchen. Und hier haben wir eine Truhe. Jawohl. Tatsächlich. Ich kann sogar live dabei zusehen. Kann ich auch auf Gegner schleudern? Nö. Na egal, ich weiß nicht, die Ledermaus ist noch platt. Das geht ja mit Gnade ganz schnell inzwischen. Na komm. Ah, du Drecksvieh. Eine Seelenbrücke. Ah. Okay, wir müssen hier schnell sein, weil ich glaube, ich habe da auf der Seite was gesehen. Da, wo ist das? Ein Portal. Ey, ich stand doch zum Teil auf dem Drecksding. Ey, hallo? Was braucht diese Brücke, verarscht mich. Ja. Okay, das Portal haben wir geöffnet. Also laufen wir mal rüber. Jetzt müssen wir noch ein zweites Portal finden. So wie hier. Glaube ich zumindest. Nämlich. Oh, blockiert. Toll. Und... Hä? Ich will hier rein. Was für eine Frechheit ist das denn bitte? Aha. Aha.
Jawohl, ich will zurück, aber... Ich will hier was zurück. Ich will noch nicht da lang. Wie nett. Wofür ist das Ding gut? Ich muss mal kurz die Items umlegen. Ich brauche nämlich mal kurz... Zuweisen, ja, Gnade, tauschen wir mal kurz aus. Okay, anscheinend doch nicht. Da ist auch nur eine Tür.